Und dann gucken wir uns nochmal Atomic Heart an. Endlich. Schön hier. Positive Energie. Der Chelomei-Komplex wurde dafür gebaut, eine möglichst angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Ja doch, Hanshu. Ich war hier schon mal. Kommen wir rechtzeitig zur Rede? Oh, wir haben jede Menge Zeit. Danach können wir sogar noch Karussell fahren. Vavilov schwingt auf der Icarus-Plattform. Diese 1950 erbaute Stadt in den Wolken ist ein Wunder moderner Wissenschaft und Technologie. Hier leben führende Wissenschaftler aus allen anderen Sowjetrepubliken, einschließlich der deutschen SSR. Man muss schon außerordentlich brillant und engagiert sein, um hier zu arbeiten. Darf ich dir eine Limonade anbieten, Genosse? Jo. Ja, danke. Ein Roboter steckt in einem Baum fest. Mal wieder. Am Navigationssystem der Roboter wird immer noch gearbeitet. Ja, sieht ganz so aus. Ah, was für ein schöner Tag. Geht das so? Vollkommen im Eimer. Diese Häuser müssen gestrichen werden, aber sieh nur, was sie getan haben. Gib mir deinen Steuercode. Ich richte das. Halt still, Schweinchen. Und wieder die Synchronsprecherin, wobei A Plague Tale 11 Rollen gesprochen hat. Macht schon, macht schon. Manchmal sogar mehrere gleichzeitig. Mensch, du hast es geschafft. Tausend Dank. Viel Spaß bei der Feier. Guten Morgen, mein Junge. Wie geht es dir? Gut geschlafen? Guten Morgen, Dr. Sechenov. Alles ist gut. Erwarte Befehle. Wie gefällt dir der neue Handschuh? Besser als der alte. Ich gewöhne mich dran. Wie erwartet. Ich habe das Gerät selbst entwickelt. Sei vorsichtig damit. Es ist wichtiger, als du vielleicht glaubst. Ja, Dr. Sechenov. Ich pass drauf auf. Melde dich beim Labor, um deine Handschuhintegration abzuschließen. Laut, ne? Ich habe heute viel zu tun, deshalb wird Michael Stockhausen dich informieren. Ich melde mich später. Verstanden. Du wurdest zum Labor abkommandiert, Genosse Major. An der Luftstraße wartet eine Turbine auf dich. Sind die Befehle klar? Kristallklar. Hau endlich ab. Schön zu hören, dass du keine Fragen hast. Ausnahmsweise. Du Vollpfosten. So, schöne Gegend. Was ich ja ganz interessant finde... Aber schnell. Es wurde ja angepriesen, dass es mit Raytracing kommt. Und es kam nicht mit Raytracing. Trotzdem sind es sehr schöne Spiegelungen. Und es sind auch keine Screenspace-Reflexionen. Keine Ahnung, was die da für eine Technik verwendet haben. Aussehen. Das sind Viecher. Ach,
würde das meine Mit einem Gedankegerät werdet ihr Teil von Kollektivgenossen. Technologischen Fortschritts ist atemberaubend. Guten Tag, Genosse. Tritt näher. Möchtest du vielleicht ein Gedankegerät? Wird Zeit, dass du eins hast. Nein, danke. Ich sehe mich nur um. Warum sich nur umsehen, wenn du dein eigenes Personal... Nein, danke. Ich brauche nichts. B6. Was für ein schöner Tag. Weißt du, ich bin schon ganz auf Dr. Satchelows Rede gespannt. Ich wollte es zuerst nicht glauben. Nachrichten des sowjetischen Informationsbüros. Das neueste von... Creepy, wie die aussehen, oder? Total creepy. Roboter. Kaufe den Anlagekurier, Genosse. Überall enorme Fortschritte. Biologie, Robotik, Waffenforschung. Gerade rechtzeitig für die universelle Polymerisation. Der Fortschritt lässt sich wohl nicht aufhalten. Ganz genau. Erfüllt dich das nicht mit Stolz? Also, was geht denn gerade so ab bei der Biologie? Alles, Genosse. Nur um ein Beispiel zu nennen. Unsere Wissenschaftler haben einen experimentellen Vitaminkomplex entwickelt, der die Lebenserwartung der Sowjetbürger auf 100 bis 150 Jahre... Vielen Dank, aber ich muss los. Genau. Eine Zeitung? Was zur Hölle soll ich denn damit? Hier ist vielleicht entgangen, dass Zeitungen eine Informationsquelle sind. Ich habe einen sprechenden Handschuh. Kannst du mich nicht informieren? Darf ich dich daran erinnern, dass ich Informationen über unsere Umgebung auf deiner Netzhaut anzeigen kann? Schlauer wirst du dadurch nicht. Aber du kannst sie einfacher lesen. Benutz das Menü deines Handschuhs. Lisa Penner. Oh, jetzt häng ich. Kannst du uns das Foto zeigen? Ich glaube, ich hab geblinzelt. Mal sehen. Scheiße, ich hab geblinzelt. Musstest du wirklich so eine Grimasse? Lass uns noch eins machen. Aber diesmal muss das Atom voll im Bild sein. Wir sollten so fotografiert werden, wie wir sind. Es tut mir wirklich leid, Genosse, aber alle Tische sind reserviert. Der Roboter ist eben der beste Freund des Menschen. Interessant. Ich kann mich noch erinnern, wie Satchinov schon vor dem... Na gut. Gehen wir mal weiter gucken. Versammelt euch beim Braune-Pest-Denkmal, um an einer Führung teilzunehmen. Erfahrt die Geschichte von Anlage 3826 und ihren großartigen Entdeckungen. Zollt den Kriegsopfern euren Respekt. Hier scheint jeder so glücklich und zufrieden zu sein. Wie in China. Warst du schon in China, Genosse Major? Ich war schon überall. Ich meine, mit Ausnahme von China, natürlich. Anlage 3826 ist nicht weit von unseren chinesischen Verbündeten entfernt. Ich mag ihre Tatkraft. Und angeblich soll es da schön sein. Dieser Roboter wird als Beljasch bezeichnet. Wie die gebratenen Teigtaschen? Warum? Ein Schweißroboter. Wenn du dumm fragst, brät er dir eins über. Sehr witzig. Roboter tun niemandem etwas. Gut, gut. Also eine ziemlich abgefahrene Welt, wenn ich es mal so an dem alle Planeten sagen darf. Eine künstliche Atmosphäre haben, die für menschliches Leben geeignet ist. Machen wir den ersten Schritt auf dieser historischen Reise.
Major Nechayev meldet sich zum Dienst, auf Befehl des Genossen Sechenov. Willkommen, Genosse Major. Heute findet ein freudiges Ereignis statt, die Geburt von Kollektiv. Ja, ja, hoch soll es leben. Kommen wir zur Sache, ich habe noch einiges zu tun. Natürlich! Das ist die Zukunft des sowjetischen Bildungssystems. Ein persönliches Projekt von Dr. Sechenov. Polybildung. Vorbei sind die Tage, an denen Sowjetbürger viele Jahre an Lehrinstituten verbringen mussten. Jetzt wird einfach ein spezielles Neuropolymer mit dem gewünschten Fach injiziert. Zum Beispiel Naturwissenschaften auf Universitätsniveau. Und schon bist du ein gebildetes Mitglied der Gesellschaft. Möchtest du Koreanisch lernen? Ein Doktor der Atomphysik werden? Oder Klavier spielen können? Mit Kollektiv 2.0 ist das alles möglich. Bla bla bla, alles schon gehört. Erspar dir die Vorrede, Roboter. Entschuldigung, natürlich. Dein spezieller Fall erfordert etwas Wirksameres. Aber du benötigst immer noch eine erste Neuropolymer-Injektion. Genosse Sechenov erwartet dich, Agent P3. Ich wurde über deine bevorstehende Ankunft informiert. Hier, nimm diese Kapsel. Deinen Handschuh um die Scanner-Funktion erweitert. Die Sensoren in deinem Handschuh sind jetzt über das Neuropolymer direkt mit deinem Nervensystem verbunden. Insbesondere der Polymernetzhaut deiner Augen. Um den Scanner zu aktivieren, musst du eine bestimmte Geste machen. Bitte strecke deinen Arm in Richtung eines Objekts deiner Wahl aus. Deine Handfläche sollte dem Objekt zugewandt sein. Ziehe, mit Ausnahme von Daumen und Zeigefinger, die Finger deiner Hand zusammen. Forme mit Daumen und Zeigefinger einen rechten Winkel, um den Scanner zu aktivieren. Hat die spanische Inquisition dieses Ding entworfen, Roboter? Tippe kurz RB und halte RB dann gedrückt, um den Scanner zu aktivieren. Hinfort, Dämon! Es handelt sich hier um eine höchst benutzerfreundliche Geste. Sie wurde von unserem führenden Experten auf dem Feld des interpretativen, absurden Avantgarde-Dadaismus entwickelt. Von dem Zeug, was der Typ geraucht hat, will ich auch was. Hattest du nicht eben erst erwähnt, dass du es eilig hast? Halt die Klappe und scan weiter, ja? Ich lerne gerade die neue Hardware kennen. Du kannst jetzt verborgene Gegenstände sehen. Diese Fähigkeit könnte sich noch als sehr nützlich erweisen. Fahre nun bitte mit deiner Mission fort. Jo. Und tschüss. Genossen, in Kürze beginnt die Ansprache von Dr. Sechenov, dem Generaldirektor von Anlage 3826. Stimmung. Sowjetunion in den letzten Jahrzehnten verwandelt hat.
Schön zu sehen, dass du dich nicht übernimmst, Genosse Major. Das Auto wartet. Du musst dich zum Büro von Dr. Sechenov begeben. Einer seiner Leibwächter kann dir den Zugangscode geben. Zu Befehl, mein Herr. Ich liebe es hier. Egal, wie oft ich hierher komme, ich bin jedes Mal von den Socken. Unser Aufzug ist da. Das schenkt uns endlich die Freiheit, auf lästige, unnötige Arbeit zu verzichten und uns ganz der Wissenschaft zu widmen. Na dann los. Im Namen des Personals von Anlage 3826 präsentiere ich euch das Gerät der Zukunft. Den neuralen Konnektor. Der Gerät ist immer da. Der Gerät spitzt nicht. Das den Intellekt aller Individuen zu einem mächtigen Verstand bildet, frei von allen Grenzen. Dank des neuralen Konnektors Gedanke steuert ihr alle Roboter mit dem Verstand. Ihr meistert akademische Fragen atemberaubend schnell. Greift auf das schön hoch, Digga. Das nenne ich mal Stil. Wissenschaft ist eben Macht. Ich bewundere wirklich, wie der Boss auf unüberwindbare Hindernisse herabblickt. Es gibt keine Hindernisse, die die Wissenschaft nicht überwinden kann. Abgesehen von einem elektronischen Handschuh, der nie Ruhe gibt. Hier ist dein Fahrzeugaktivierungscode, Genosse Major. Gittler. Das Fahrzeug wartet unten. Du solltest dich beeilen. Dir bleibt nicht viel Zeit. Wir können den gleichen Aufzug nehmen, mit dem wir hergekommen sind. Danke, Einstein. Was würde ich nur ohne dich anfangen? Okay. Dann wieder runter. Sechenov hier. Tut mir leid, dass ich dich nicht persönlich treffen kann, mein Junge. Die Reporter geben heute keine Ruhe. Wie gefällt dir, Chelomei? Du hast eine Stadt der Zukunft gebaut, Boss. Etwas Vergleichbares gibt es in der ganzen UdSSR nicht. Ich habe sie für die ganze Menschheit gebaut, nicht für mich. Uns stehen große Entdeckungen bevor. Eines Tages werden wir die Sterne erreichen. Diese Schlösser im Himmel werden der Beginn unserer Reise zu fernen Winkeln des Universums sein. Ich helfe der Menschheit lediglich, ihre wahre Größe zu erkennen. Dr. Sechenov, du bist ein Träumer. Fantasie und Wissenschaft gehen Hand in Hand. Viele moderne Erfindungen wurden lange vorher in der Science Fiction beschrieben. Fliegende Maschinen, Raumfahrt, selbst Roboter. Willst du mir damit sagen, dass deine Ideen aus Romanen stammen? Sie stammen aus den Träumen der Menschheit, P3. Der Mensch ist zum Träumen geboren, um große Dinge zu tun. Doch leider gibt es auch solche, die unsere Träume zerstören wollen. Deshalb sind Leute wie du wichtig, Sergei. Leute, die geschworen haben, die Menschheit und ihr Schicksal zu verteidigen. Soll ich jemanden beseitigen, Boss? Du sagst das so gelassen, mein Junge. Hoffentlich kommt das nicht so weit, aber eins nach dem anderen. Zunächst brauchst du ein Handschuh-Upgrade. Melde dich beim Labor. Dort wird dich ein Tereshkova-Roboter treffen und zum Wawilow-Komplex bringen. Verstanden? Jawohl. Ich begebe mich sofort zum Auto. Rennen geht auch. Zoomen. Rennt er schon? Ne. Okay. Das ist mal ein Auto. Erstmal Verdeck auf. Bitte den Sicherheitsgurt schließen. Wir wünschen eine angenehme Reise. Ach, wie kriege ich denn hier einen Sender rein?
Die Enthüllung von Kollektiv 2.0 wurde in der ganzen Sowjetunion gefeiert. Sag bloß, ich komme gerade aus so einer Stadt. Die amerikanische Regierung zeigt sich besorgt über die Arbeitslosenzahlen, die nach Lieferung der ersten Roboterarbeiter aus der Sowjetunion... Wir haben genug Gedankegeräte. Es wird keine Engpässe geben, kommentierte der Volksdeputierte Schaltschinow die wachsende Sorge in der Stadt Osjorsk. Wie wär's mit etwas Musik? Schon viel besser. Okay. Geil. Russischer Schlager oder sowjetischer, was das gleiche ist. Wie ich sehe, hast du endlich mit deiner Mission begonnen und es ist nicht mal eine Stunde vergangen. Sehr gut. Jawohl, mein Führer. Was hast du da gesagt? Ich sagte, dass ich bereits eingeführt worden bin von Dr. Sechenov persönlich. Aber danke, Herr Stockhausen. War das eben nicht ein wenig zu viel? Nein. Warum überrascht mich diese Antwort nicht im geringsten? Weil ich keinerlei Respekt für Arschkriecher habe. Gibt es denn überhaupt jemanden, vor dem du Respekt hast? Natürlich. Ich respektiere Dr. Sechenov, weil er mein Leben auf dem Operationstisch gerettet hat. Alle anderen müssen sich meinen Respekt verdienen. Aber was machen wir eigentlich in einer Blechkiste, die an einen verdammten Roboter geschnallt ist? Waren die Jets etwa alle ausgebucht? Scheiße. Der Turbinenritt ist Tradition. Er erinnert an den Anfang von Anlage 3826, als wir mit diesen Fahrzeugen zu unserem ersten wissenschaftlichen Komplex reisten. Na gut, aber warum ist es Tradition, das Ding von Hummeln ziehen zu lassen? Und warum nennen wir sie Hummeln, wenn sie eher wie fliegende Schweine aussehen? Fliegende Schweine? Hast du jemals fliegende Schweine gesehen? Oder fliegende Kühe? Ja, auf der Condor. Da hatte so ein Genie wie du mal vergessen, einen Zaun zu errichten. Aber diese Kühe flogen nur in eine Richtung, nach unten. Ich habe einen Vorschlag, Major. Du konzentrierst dich auf deine Mission und ich übernehme das Denken. Halt die Klappe, Handschuh. Ich versuche zuzuhören. Gibt es hier denn etwas, das du noch nicht gesehen hast? Ich bin noch nie hier gewesen, also Ruhe. Was? Wie kann das sein? Weiß ich nicht, verdammt. Lass mich jetzt in Ruhe. Oh, tut mir leid. Ja, es sieht schon cool aus, muss ich sagen. Sehr hübsch. Hab mich jetzt gewundert, dass man da gar nicht Performance oder Quality auswählen kann. Auf der Next Generation. Aber gut, ja. Ich hätte es dann eher auf Performance gemacht. Weil 60 Frames ist mir lieber wie 30. Aber das sieht schon anders aus als auf der One X. Wir werden in Kürze unser Ziel erreichen. Voraussichtliche Landezeit 11.47 Uhr. Außentemperatur 26 Grad Celsius. Es weht eine leichte Brise. Du kannst jetzt die Soyuz-Granitbrücke über dem Lasursee und zwei Testgelände der Anlage sehen, WDNH und Sachalin. Sie sind durch die Magnetschwebezüge verbunden, die Maglev-Bahn. Diese Technologie wurde von der Chelomei-Konzeptabteilung entwickelt und war ein persönliches Projekt von Dr. Lebedjansky. Du kannst jetzt den Betrieb einer automatisierten Fabrik sehen. Hier nehmen Roboter Montagearbeiten vor und liefern Maschinenteile aus, die von den verschiedenen Komplexen der Anlage angefordert wurden. Die Fabrik wird von einem Kollektiv 1.0-Knoten ferngesteuert und kann pro Stunde hunderte von Aufträgen autonom erfüllen. Darunter befinden sich Dr. Sechenovs Rechenzentrum, die Funkzentrale und der Steuerungsnexus für diesen Netzwerkknoten.
Wir überfliegen derzeit Sonnenblumen-Solarfarmen, die in der Lage sind, das gesamte WDNH mit Elektrizität zu versorgen. Du kannst auch den Freundschaft-der-Völker-Park und die Maglev-Bahnlinien sehen. Maglev-Stationen verbinden alle Bereiche von Anlage 3826, damit das Personal andere Komplexe schnell und komfortabel erreichen kann. Wir überfliegen derzeit die majestätische Mutter-Heimat-Statue, die 1949 in Gedenken an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg errichtet wurde. Nun nähern wir uns dem Wawilow-Komplex, wo die zahlreichen Agrarwunder von Anlage 3826 herangewachsen sind. Hier siehst du das sowjetische Sichelmonument, das von den Bildhauern Jelena Muchina und Alexander Kibalnikow entworfen und 1951 vom neuronalen Netzwerk Kollektiv 1.0 von Roboterbauarbeitern autonom errichtet wurde. Hierbei handelte es sich um die erste künstlerische Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Unsere Führung nähert sich dem Ende. Anlage 3826 steht offen für neue Spezialisten aus allen Teilen unseres Landes. Du wirst davon begeistert sein, in dieser Welt der bahnbrechenden Entdeckungen und wissenschaftlichen Errungenschaften zu arbeiten. Zu Ehren der Kommunistischen Partei und des sowjetischen Volkes. Major, der Dorfer macht sich kampfbereit. Bereit wofür? Ernsthaft? Pass auf! Was soll ich denn jetzt tun? Was zum Sicherheitsgurt erst dann, Scheiße! Wenn die Maschine völlig zum Stillstand gekommen ist. Du hast dein Ziel erreicht. Du befindest dich jetzt im Labor der überirdischen Anfangs. Ich werde sie einschalten. Nimm meine Hand, Genosse Major. Ich werde dich zum Wawilow-Komplex geleiten. Was zur Hölle ist hier los? Darüber habe ich leider keine Informationen. Alle Roboter gingen normal ihren Tätigkeiten nach, bis sie plötzlich feindselig wurden. Oh, was zur Hölle soll das, du dämlicher Roboter? Bewegt eure verrosteten Hintern! Das war sehr unhöflich von Ihnen. Der Aufzug ist betriebsbereit. Verpiss dich, Scheißteil! Und rasier dir den Schnorris ab. Unsere Fahrt wird normal fortgesetzt. Ein Droffer-Abschlepproboter wird in Kürze eine magnetische Kopplung vornehmen und uns auf dem Luftweg nach... Verdammte Scheiße, nicht schon wieder! Oh, hilf mir, Genosse Major! Ich falle! Was zur Hölle? Gut. Ach du Scheiße! 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 Le Intro. Achtung, das ist eine Notdurchsage. Sieht doch hübsch aus, oder? Brummt mir der Schädel. So.
Und los geht's. Zauberer, hier ist P3. Bitte melden. Sergei, ist alles in Ordnung, mein Junge? Mir geht's gut. Nein. Mir geht's gut, Boss. Aber hier stimmt so einiges nicht. Was immer es auch ist, es muss schon vor einiger Zeit begonnen haben. Viktor Petrov ist der Grund. Er ist ein Verräter, der sich in den Zentralhub von Kollektiv gehackt und den Angriff der Roboter auf die Mitarbeiter ausgelöst hat. Petrov hat die Zugangscodes für die Übertragungsstation. Finde ihn und bring ihn mir lebend. Verstanden. Das Ziel ist Viktor Petrov. Meine Mission besteht darin, ihn zu finden und zu dir zu bringen. Ganz genau. Ende. Ente gut, alles gut. Aha. Okay, dann gehen wir mal los. Da sind die ersten Gegner. Nichts einzusammeln? Nee. Er hat was. Okay, der Knopf. Okay. Ah, hier blau. Blau ist gut. Blau ist was zum Einsammeln. Rot ist was Lebendes. Ich bin schon oft durch Polymer geschwommen und noch bin ich nicht ertrunken. Ein verdammtes Wunder der modernen Wissenschaft. Rot Lebewesen, blau Sachen zum Einsammeln, okay. Klippen? Nein. Scheiße. Hey, Hanschu. Ja, Major? Was wissen wir über das Ziel? Viktor Petrov ist der leitende Ingenieur, der hinter Kollektiv 2.0 steckt. Er wurde wegen Verrats verhaftet und zu gemeinnütziger Arbeit im Wawilow-Komplex verurteilt. Verstanden. Und wo soll ich nach ihm suchen? Petrov befindet sich derzeit irgendwo in den unterirdischen Bereichen des Wawilow-Komplexes. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Okay, dann lass uns das tun. Hey du, ich komme. Alles Gute. Guten Tag. Scheiße! Ach, bleib bloß weg von mir! Na? Mich mal! Verpiss dich gefälligst! Was glotzt du denn so? Bist ja fast erwürgt worden. Gib mir die Hand. Das war eine böse Überraschung. Du musst vorsichtiger sein. Das hier ist das reinste Irrenhaus. Ja, habe ich gemerkt. Danke für die Kein Hilfe. Kein Problem, Söhnchen. Was machst du hier eigentlich? Oh, bin nur auf der Durchreise. Wer bist du? Ich? Sina. Oma Sina. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Schon die Oma von Apfelsina. Wie ist denn die Lage hier? Viele Opfer? Die Schwester von Sina Asapelsar. Hast du schon gemerkt, die Roboter greifen holländische Orangensaft. Wer kein Versteck findet, ist Sina Asapelsar. Ich bräuchte eine Waffe. Hast du irgendwas? Na klar, aber ich verschenke nichts. Unter uns ist ein Komplex. Wenn du eine Waffe brauchst, sieh dich dort um. Der Wawilow-Komplex. Da will ich eh hin. Ah,
Heute ist ein Glückstag. Ich gehe auch dorthin. Ist ziemlich sicher. Verdammt, eine Pchella! Verdammt nochmal! Wir haben 30 Sekunden! Beweg dich! 30 Sekunden und dann? 30 Sekunden und wir sind am Arsch, Söhnchen! Aber so richtig! Klappt nicht! Komm her, du Muskelpaket! Nein, 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 nein! Dreh diesen Schlüssel im Uhrzeigersinn! Uhrzeigersinn, Idiot! Genau so. Ich halte sie in Schach. Wow, eine ordentliche Waffensammlung. Was hast du vor? Los geht's. Ihr geht mir jetzt schon seit 2 Tagen auf die Eier. Nehmt dies! Fressen, Scheiße, und sterbt! Verdammt! Action! Tief runter, wa? Raus hier. Was für eine gottverdammte Riesenscheiße. Geht, oder? Oh, hier. Ah. So, gebückt ist dunkler. Okay, okay. Muss man ja alles essen. Wir müssen einen Weg finden, um diese gepanzerte Tür mal rauskriegen. Zu öffnen. Ach, was du nicht sagst. Genug von diesen bescheuerten Ratschlägen. Verrate mir lieber mehr über Petrov. Wie kam man ihm auf die Schliche? Michael Stockhausen entdeckte Petrovs Verrat. Petrov wurde dann vom Agentumverband verhaftet. Wie ist er dann hier unten gelandet? Nach dem Prozess wurde Petrov zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt und als Gefangener hierher zurückgeschickt. Was? Ließ sich in der ganzen Sowjetunion niemand finden, der seine Arbeit übernehmen konnte? Der Start von Kollektiv war nur noch wenige Monate entfernt. Der Kantenmaler war auch da. Es wäre unklug, den leitenden Ingenieur zu ersetzen. Petrov musste seine Arbeit abschließen. Dazu wurde er gezwungen. Was ist an dem Burschen so besonders? Viktor Petrov war zuvor der leitende Ingenieur einer geheimen Abteilung der Akademie der Konsequenzen, die sich der Programmierung von Robotern für Kollektiv 2.0 widmete. Verstehe. Dies ist ein Notfalleintrag. Ich bin Programmiererin. Mein Name ist Ekaterina Wischnewskaja. Es gab einen Zwischenfall im Wawilow-Komplex. Roboter haben angefangen, alle zu töten. Ich bin im Moment... Hey, wer ist da? Sie haben mich gefunden. Bleibt weg! Ich habe eine Granate! Hier spricht Oberfeldwebel Ibrahimov. Ich bin ein Mensch. Du musst mitkommen. Hier ist es gefährlich. Verschwinde, du Monster! Nein, hör doch zu! Wie in einem klassischen Horrorfilm. Schrotflinte? Yeah, baby.
Fire, sichere Gebiete. Pausenräume sind die sicheren Zonen des Spiels. In allen diesen Räumen befindet sich eine manuelle Speicherstation. Das ist doch gut. Speichern wir hier. Jo. Speichere Daten. Ja, wunderbar.